So erkennen Sie mich, meine Fans. Danke. Sie erzählt das immer so wie eine schöne Geschichte, aber wenn sie mit mir redet, sagt sie, Maximilian, ich kann gar nicht mehr irgendwo hingehen. Sag das nicht! Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, ich habe in dem letzten Video schon mitbekommen, das war eine irrsinnige Umstellung für euch, dass nicht auf den Tisch geklopft wurde. Ich möchte mich dafür herzlich entschuldigen, das wird in dieser Form nicht mehr vorkommen. Zukünftig wird wieder regelmäßig auf Tische geklopft und Sachen zerstört, genauso wie Sessel geworfen. Freunde, wie man an meinen Haaren und an meinen Augen schon sehen kann, ist es einfach nicht meine Uhrzeit. Ich bin tatsächlich heute um 6 Uhr aufgestanden, um hier für euch ein Video drehen zu können, allein dafür, weil ihr kennt mich, ich bin einfach kein Frühaufsteher. Ich kann nicht mal Frühaufsteher sagen, also so weit ist es schon. Allein dafür, liebe Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Diejenigen, die auf Instagram dabei sind, MaxRobinMe, die wissen Bescheid, wo ich mich aktuell befinde, nämlich im wunderschönen Gmunden bei, ihr kennt sie alle, der berühmtesten Oma Österreich, bei meiner Linzi-Oma. Applaus und Lachen. Ja, du bist wirklich frisch. Es ist deine Uhrzeit. Für dich ist das meine Uhrzeit. Für dich ist das kein Problem, Oma. Für mich ist ja, schön, dass du mich einmal besuchst. Ja, geil, ich freue mich auch. Schön, dass ich da sein kann. Schöne Schuhe hast du übrigens auch. Was haben wir da an? Ja, die sind jetzt gewaschen. In der Waschmaschine. Die wunderbaren Yeezy, die du bekommen hast. Ja, noch immer. Du hast gewusst, dass wir ein Video drehen. Du musst das festmachen, gell? Ja, heute schon. Oma, weißt du, was wir heute vorhaben? Da bist du noch gar nicht ausgeschlafen. Nein, man sieht es an meinen Augen. Ich bin echt noch sehr, sehr müde. Reiß dich jetzt zusammen. Okay, ich bin ready, ich bin voll da. So, Oma, wir machen heute. Oma errät die Preise meiner Outfits. Das haben wir schon öfter gemacht. Ich gebe dir Dinge. Wo ich so schlecht bin. Na okay, manchmal hat das eher. Hast du lieber einen Computer genommen oder irgendwas? Okay, Oma, was kostet mein Computer? Du hast ihn schon gesehen. Ja, der kostet 5000. Na, fast 4000. Na, da bist du wirklich besser. Und du was kostet kleiner? 2000. Ja, das stimmt. Die Oma hat nämlich auch ein MacBook. Das gleiche wie meins, nur ein bisschen kleiner. Ja, du bist voll dabei. Das neueste. Das neueste. Hallihallo. Da habe ich so viel gespart, dass ich wirklich live dabei sein kann. Sagt mit deinen Videos. Sagt sie, live sitzend von der 30.000 Euro Couch. Das stimmt ja gar nicht. Okay, Oma. Gut, wir fangen gleich am ersten Roman an. Okay, wir fangen gleich am ersten Roman an. So, mit einem Gürtel ausnahmsweise mal. Dies hier ist ein Gucci-Gürtel. Wo hast du den gekauft? Ja, der ist natürlich, den möchte ich schon. Was kostet so ein Gürtel? Ja. Der kostet bei mir 260 Euro. Oma, voll gut. 295. Ja, die mag ich schon allein. Die kennst du, Gucci kennst du? Ja, freilich. Schau. Schau. Wer kennt die nicht? Ah, richtig, ja. Kennst du auch Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang? Nein, das kenne ich nicht. Okay. Das ist schon wieder so ein Schmäh, aber ich kenne es. Nein, das gibt's das Lied, ja. Das ist von Lil Pump. Sag mal Lil Pump. Lil Pump. Ja, Lil Pump. Meine Englischkenntnisse sind schon besser, gell? Ja. Gut. Okay, legen wir ihn einfach mal weg. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten, und zwar einem Shirt. Und das ist von Vetements. Ich zeig das mal ganz kurz her, wie schön ich kenne ja gar keine Marken, wenn ich trage. So, da steht vorne Vetements drauf, das war's dann auch schon wieder. Hinten ist noch so ein kleiner Einnäher. T-Shirt steht da drauf, es ist wirklich nicht meine Uhrzeit, wann ich gemerkt habe. Aber okay. Aber ich kann es ja beschreiben, gell? Ja. Kannst du nicht? Wie ist vom Stoff her? Ja, sehr gut. Sehr dick. Sehr dick. Genau. Saugfähig. Das ist nicht besonders wichtig bei teuren Shirts, dass sie saugfähig sind, damit der Dreck möglichst tief ins Gewebe eindringt. Nein, der Schweiß. Ah, der Schweiß, ja. Der Schweiß. Umgedreht, die Nähte. Nicht, dass gleich die Fransen herumhängen. Ja, ich muss sagen. Weißt du, wie man in Deutschland sagt, wenn man die Shirts umdreht? Wenden. Nein, auf links drehen. Ach so. Warum auf links? Was schätzt du, kostet dieses Shirt? Und von wo ist es? Von, das zweite?
Das zweite. Uniset. Uniset. Unisex. Das kostet für mich gute Qualität. Markenware. 300 Euro. Ja, 200 Euro. 191, um genau zu sein. Es ist aber billig. Wenn du das sagst, allein mal 191, wenn das ja, billig ist. Ja, das hast du ja länger nicht. Weil das ist ja gute Qualität, das hast du länger. Und es passt auch sehr. Genau. Gehen wir zum nächsten Shirt, ja. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Nein, das ist für mich. Das ist nicht für dich, Oma, das ist meins. Ein Dior-Shirt. Nein, das ist aber schön. Mit diesen japanischen Blüten. Richtig gut erkannt, Oma. Mit den japanischen Blüten und der Drache. Und was steht oben? Dior. Und der Stoff, wie ist der? Der Stoff ist für den Sommer. Genau, dünner. Dünner für den Sommer und ist das waschbar? Das ist einmal ich glaube, das ist nur zum Minimum. Mit der Hand. Ja, oder das? Mit der Hand. Vorsichtig. Nein. Das ist ja immer ganz wichtig für die Oma, wie man waschen kann. Ja, weil die Oma schon sehr viel von mir zerstört hat beim Waschen. Ja, genau. Handwaschen. Nur Handwaschen. 100% Baumwolle. Ja, was kostet's? Das kostet mit der Applikation. Richtig. Kostet das. Kocht es so? Wieso kocht es so? Kostet das. Ja, so wie das hier. 200 Euro. Ja. 450 Euro. Wegen was denn? Wegen dem? Um was von Dior ist. Das zweite Leiber, was ich mir kaufen wollte, hätte gekostet 600 Euro. Da habe ich aber gesagt: Nein, jetzt ist genug. 450 sind mehr als genug für ein Shirt. Ja, vorbildlich von mir. Sparsam. Nein, das hättest du gar nicht kaufen brauchen. Okay. Aber wenn es noch so schön ist. Ja, außer, es ist aber wirklich schön. Außerdem ist es nicht für den Mann, sondern für die Frau. Das stimmt ja. Das stimmt ja nicht einmal. Ja, wenn man schon Blüten hat. Es macht ja nichts. Auch Männer können Blumen tragen. Na gut. Machen wir weiter. Aber es ist möglich. Lotto. Wow. Keine Werbekooperation an dieser Stelle. Schuhe oder Shirt? Schuhe. Schuhe. Schuhe liebe ich sehr. Kennst du die schon? Nein, die kenne ich nicht. Das sind Off-White Nike. Off-White Nike. Blazer. Aber Volt. Schwitzt man da nicht drinnen? Nein, es geht. Für den Sommer? Oder ja, im Winter ziehe ich die auch, das ist mir wurscht. Die sind ja, ist ja eine Leuchtfarbe. Richtig, deswegen heißen sie Volt. Und man geht gut und... Ja, die kosten schon 600 Euro. 600, sagst du mal. Ich weiß nicht, was der aktuelle Marktwert ist, aber gekauft habe ich sie für 370. Sehr früh gekauft, Gott sei Dank. Jetzt werden sie vermutlich schon bei 600 sein, ja, ausreichend. Machen wir weiter mit dem nächsten Shirt. Das ist ein Häppchen für dich, wenn man es so günstig kauft, oder wie? Wenn du das sagst, Oma. So, das ist das nächste Shirt. Wie man sieht, ungewaschen, oft getragen. Riech einmal dran, riecht's frisch. Dein Geruch? Also nicht. Nein, das kostet 50 Euro. Ja, sowas. 20 Euro oder so, stimmt. Richtig, Oma. Das Billige hat sie wieder erkannt. So, jetzt sage ich mal nichts zu diesem Shirt und schauen wir mal, was du dazu sagst. Stuff ist... Was ist das für eins? Das ist ja das gleiche wie das... Richtig. Richtig. So sehen es die, glaube ich, die Zuseher nicht. Das ist ja das gleiche, nur das Material ist anders. So, du hältst das, ich halt das. So. Gut erkannt, Oma. Wettmann. Jawohl. Und das kostet wieder 310 Euro. Richtig, 350 habe ich dafür bezahlt. Ja. Absolut richtig. Das war billiger, das hat nur 190 gekostet und das hat 350 gekostet. Schau mal, jetzt wirst du schon langsam zur Expertin. Jetzt kann ich schon in ein Geschäft gehen und verkaufen. Ja, wer weiß, Oma, wo dich die Karriere hinführt. Und verkaufen. So, Oma, wir haben es geschafft. Wir sind beim letzten Stück. Gott sei Dank. Das, und das ist das dieser Schatten. Da ist sogar noch das Preisschild oben, glaube ich. Da schauen wir nicht nach, gell? Der ist ja ganz neu. Der ist ganz neu. Also, lass mich schauen. Das ist ein Balenciaga-Hoodie, Oma.
Mein, der ist schön. Der ist für den Winter, der ist wirklich schön. Probiert ihn einmal. Also ein Mann. Ja, der gefällt mir. Der ist ganz neu von der Marke hergekommen. Ah, nein, den habe ich im Geschäft gekauft. Ja, der ist wirklich schön. Was sagst du, der ist super, gell? Der Stoff ist auch Bombe. Der Nähe und der Geraut. Irgend sowas, ich glaube, das ist Baumwolle. Und das ist Strick, wie gestrickt. Genau, was sagst du, hat der gekostet? Ja, der kostet schon fast 1000. Bist du noch so teuer, schätzt du, wirklich? Ja. 650 Euro, Mann. Ja. 650 Euro, also bei jedem Cent wert. Der ist wirklich, also ich weiß nicht, warum die Leute immer sagen, dass Balenciaga schlechte Qualität hat. Ich liebe diesen Hoodie und ich habe auch meinen schwarzen Hoodie geliebt. Ja, 1000 Euro hast du geschätzt, 650 waren es, aber du warst bei den anderen Stücken wirklich sehr, sehr knapp dran immer wieder. Ja, und ich denke, dass ich mir so einen kaufe. Denkst du das? Ja. Na, bitte, die Oma in Balenciaga kann ich mir gut vorstellen. Easy haben wir ja schon an, ne? Ja, drum. Wirst du zur Hype-Granny? Ich werde ja durch die Schuhe immer erkannt. Bitte erzähl einmal, was dir passiert ist, was du gestern erzählt hast. Schon wieder vor ein paar Tagen gehe ich hinunter und denke ich mir, warum bleiben die beim Kreisverkehr stehen? Wahrscheinlich muss ich wieder sagen, welche Richtung, welche Straße sie brauchen. Und dann lacht der junge Bursche so heraus, ganz verlegen. Die Mutter daneben und sagt, sag einmal, bist du die Linzi Oma? Sag ich, ja, das bin ich. Ja, ich, sagte dann zu der Mutti, ich habe es dir ja gesagt. Und so erkennen sie mich, meine Fans. Danke. Sie erzählt das immer so wie eine schöne Geschichte, aber wenn sie mit mir redet, sagt sie, Maximilian, ich kann gar nicht mehr irgendwo hingehen. Sag das nicht! Ich kann nirgends mehr hingehen. Okay, ich bin gern unterwegs. Okay, Oma. Dann beenden wir das Video. Wir sagen bitte, liebe Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Mehr von der Linzi-Oma gibt es auch, wenn ihr Hashtag Linzi-Oma in die Kommentare schreibt. Und wir verlinken euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und sehen uns beim nächsten Video. Danke vielmals fürs Mitmachen, liebe Oma. Schön, dass du wieder dabei warst. Das war's von der Linzi-Oma und das war's von mir, euer Maximilian.